Let's play Stardew Valley. First of Winter. Winter is coming. Nein, Winter came. Winter came already. Wie ist das Wetter? Beautiful sunny days. Quatsch, es ist Winter. Ich habe mich verklickt. Aufregend, aufregend. Ich bin so gespannt aufs Winter Wonderland. Die Musik ist jetzt schon... Oh, die Spirits. Die Spirits sind very happy. Wir können gar nichts pflanzen, ne? Was können wir hier lernen bei Living of the Land? Winter. Wenn das Wild still wird. Minen, fischen und sammeln. Sachen ab. Voll geil. Das habe ich. Oh, es ist, glaube ich, die schönste Zeit des Jahres. Ja, gut. Thank you for purchasing a coop upgrade. Ja, Roman hat's gemacht. Oh, wir können jetzt Eier. Oh, cool. Ach, wir können da jetzt was ausbrüten im Stall. Aber wir wollen ja Enten haben. Ich habe gehört, es gibt Enten. Ich habe richtig Bock auf Enten. Ist ja das quasi das nächste Tier. Alles ist tot, liebe Heuschrecken. Wie heißen die Heuschrecken, die Tiere verscheuchen? Schreckscheuchen. Heuschreuchen. Schreuchheuchen. Wie heißt sie denn jetzt? Das ist das Baby. Vogelscheuchen. Mann, sagt das doch einer. Jetzt muss ich dran denken, immer den Viechern Heu zu geben, ne? Die können ja nichts machen. Das ist ja ein kleiner Junge. Wen habe ich jetzt? Die. Das ist manchmal ein bisschen seltsam, wen man jetzt schon gemolken hat und wen nicht. Ah, dich hat. Bei der hatte ich noch gar. Weder gemolken noch geherzt. Okay. Ich war. Ja, muss. Macht man den Stall auf oder zu? Ich glaube, die bleiben im Winter drin, oder? Vogelscheuch ist das Wort, das stimmt. Ja, ich glaube, ich lasse den Stall mal zu, ne? Achso, sie gehen eh nicht raus. Ein Mais hat überlebt, ihr habt recht. Ja, er ist Mighty. Mighty Mais, Mike. Mighty, Mighty Mais, Mike. Gibt's eigentlich... Ja, ich wollte den Fußboden melken. Genau das war mein Plan. So, jetzt gehen wir uns mal... Jetzt gehen wir hart gucken. Dreht das jetzt ein, wenn ich hier hinsprühe? Nein. Guten Tag. Oh, der ist aber groß. Ich habe vergessen, das Heu rauszulegen, ne? Das... Oh, das wird ganz schlimm, ey. Ich darf das nicht vergessen. Aber ich bin doch so schrecklich vergesslich. Blub, blub, blub. Und dann lassen wir unser Haus ausbauen, oder? Da hätte ich auch Bock drauf. Dafür brauchten wir aber Holz, ne? Oh, das ist jetzt so geil. Der Chat kann das jetzt einfach nachgucken. War mega gut. Blub, 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 blub. So, Heizung hatte ich ja zum Glück schon gekauft. Ich wilder Fuchs. So, ja, wir müssen nichts mehr machen. Das ist ja echt abgefahren. Wir können in der... Bernd, geh doch mal rein. Ist ja mega kalt. Ja, ihr habt recht. Ich muss den ganzen Winter durchstreamen, weil sonst meine Tiere sterben. Wir gehen Enten kaufen, oder? Franz, es ist Entenkaufsaison. Wo ist denn hier? Ach, hier war die ganze... Hier war das... Oh, und... Oh, shit, shit, shit. Was ich auf jeden Fall machen will. Obstbäume pflanzen. Ich will Obstbäume pflanzen, weil es gibt ja welche, die im Spring Früchte tragen. Und ich habe die Hoffnung, dass die dann im Winter... Oh, die blöde Kuh, ey. Was ist denn ihr Scheißproblem? Die ist halt nie da, ne? Ey. Ach, da unten. Ja, wow. Da habe ich ja richtig coolen Kram gefangen. Lohnt sich ja mega hier. Dafür habe ich das jetzt extra hier hingedengelt. Wo habe ich meine Köder hin verloren? Habe ich die in die Kiste gelegt? Was ist denn für eine Gurke? Hm. Ja, ich würde gern Enten kaufen. Darf ich aber nicht. Weil die Entenverkäuferin ist nicht da. Oh, hier ist alles mit Winterdeko. Wie schön es ist. Hm. Tag. Da ist Ute. Hallo. Ich habe Schokokuchen.
Kann ich dich damit wohl glücklich machen? Bitteschön. Sie seriously liebt es. Ja, haha. Können wir noch quatschen? Ja, Herbst ist vorbei. Aber du magst den Winter auch. Okay. Oh, krass. Wir sind jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Herzen. Okay, wir brauchen 450 Holz. Ja, aber ich möchte jetzt mal Bäume kaufen. Ja, Mani, guten Tag. Ja, finde ich schön, dass du Tiere magst. Jetzt, wo ich dich hier gerade mal treffe. Weißt du, was cool wäre? Wenn du mir welche verkaufen würdest. Das wäre mega cool. Jo, kein Problem. Sag mal, Fadi. So, was gibt's denn hier? Bears fruit in the spring. Also, das finde ich schon ziemlich cool. Kirschen und Aprikosen. Und die 8 Teils drumherum müssen empty sein. Das heißt, wir haben eins in der Mitte und dann haben wir die drumherum müssen halt leer sein. Ich weiß nicht, was Enten kosten. Und wir brauchen... Ich will den Leuten nicht die Mayo andrehen, die wollen die haben. Also ich würde sagen, wir kaufen 2 Cherry und 2 Apricot. Dann sind wir bei 10.000 Mark ungefähr. Das sollte noch für Enten reichen und den Hausausbau, oder? Außerdem finde ich die Idee einer Obstwiese wirklich, wirklich erotisch. Also nicht, ne? Also, wisst ihr, wie ich meine? Ich soll versuchen, Deko aufzusammeln, sagt jemand. Welche Deko denn? Und wo ist Emo Bernd? Aber oh, Emo Bernd ist so eine Ratte. Ich muss ja eh zu Emo Bernd eigentlich. Piepsvögel! Also ich muss ja da oben hin, um den Hausausbau zu kaufen. Aber ich habe das Holz nicht dabei. Mal gucken, vielleicht ist er zu Hause. Ja, du sollst mir was bauen, aber ich weiß ja schon was. 450 Wood, die habe ich aber leider nicht dabei. Sorry. Ja, ja, ich weiß, dass ich das Holz nicht dabei habe. Es ist so kalt. Okay, du forschst heute nicht, okay. Emo Bernd! Oh, Emo Bernd! Magst du mich? Oh, dem habe ich mir irgendwelchen Kram geschenkt, den er überhaupt nicht leiden konnte. Ja, sehr gut, Sebastian. Cool. Geiler Typ, ja. Erst den Lachs bestellen und dann nicht haben wollen. Ich kann die Würmer nicht mitnehmen, weil ich meine Hacke abgegeben habe. Ah, Moment. Hier, Annie hat darum gebeten, dass wir dem Kollegen hier gerade im Winter auch noch ein bisschen helfen. Weil es kalt. Hier, kriegst du Mayonnaise. Die hält warm. Kannst du auch als Unterwäsche tragen. Ah, und ich mach deinen Feuermann, okay? So bin ich zu dir. Er wusste nicht, wie das angeht. So, wir brauchen 450 Holz. Und wir müssen die Bäume... Oh, wo mache ich denn den Garten? Nee, wie heißt das hier? Das Ding, wisst ihr? Wo pflanze ich... Was ist das hier? Sind das einfach nur Stöcker oder was? Achso, oh, das sind kleine Bäume, die noch mal wachsen wollen, wenn sie groß sind. Was ist das? Wo kommt mein... Also hier bleibt das normale Feld, glaube ich, ne? Das kann man ja, da muss ich auch zum Wässern hin. Hier sollen ja auf Dauer irgendwann mal Blumen hin. Und wir brauchen auch viel mehr Ahorn. Wir brauchen ja noch ein bisschen Holz. Oh, die macht bestimmt wieder ihren scheiß Laden zu, ne? Dann müssen wir uns beeilen. Wie viele Holz haben wir denn so am Start? Wissen wir das? Oh, ist das für euch gerade auch? Ist das für euch gerade auch? Hat sich die Farbe des Bildes verändert? Das ist so ein Augenentspann-Tool, was ich benutze. Das ist eigentlich ganz geil. Passt die Wärme des Bildes der Tageszeit an. Kann ich es empfehlen. Heißt irgendwie. Heißt. Jetzt habe ich es ausgemacht, jetzt kann ich es euch nicht sagen. So, Holz. Oh, das reicht nicht. Wo habe ich den Gaul abgestellt? Hat das jemand gesehen?
Nee, ich musste mit beeilen, meinte ich, wir brauchen ja auch noch Holz. Es fehlt ja noch was. So. 426, das reicht immer noch nicht. Krass aus. Zum Glück haben wir so eine Mega-Axt. Klopf, klopf, klopf. Nein, es liegt beim Nachbarn. Alles gut. So, reicht das? 466, easy. Wo habe ich den Gaul abgestellt? Hier oben bei der Käsemaschine? Habe ich ihn ver... Hä? Ach, da. Jo, die macht zeitig Feierabend, ne? Um 5. Oh, schneller. Wir möchten unser Haus ausbauen. Zum Glück haben wir den Gaul. Oh Gott, das wird zu eng, das wird zu eng. Oh, und dann reite ich gegen den Baum, weil ich dumm bin. Oh je, wo habe ich denn meinen Pferdeführerschein gemacht? Da ist ein Schneemann. Wie? Oh, gerade noch geschafft. Hello. Ich möchte mein Haus upgraden. Yes. Easy, danke. Es dauert 3 Tage. Kein Problem. Oh, Flitzefritz, Flitzefranz. Flitzefritzefranz. Ja, coolio. Ja, dann können wir jetzt bald auch richtig... Oh, unsere Hacke müsste doch fertig sein, oder? Ach, shit. Emo Bernd war nicht am Start, ne? Emo Bernd, bist du zufällig gerade in der Küche? Emo Bernd, ich hab hier deinen scheiß Fisch. Oh. So ein Mist. Jetzt sind hier überall Würmer, ne? Wo wir nicht dran können. Was ist denn hier? Da ist der Weg nach unten, den ich suche. Kannst du mal deinem Sohn oder wer auch immer Emo Bernd ist, sagen, dass ich einen Lachs für ihn habe? Das wäre wirklich famos. Das ist auch der, den ich als letzten gefunden habe, ne? Ich hatte doch diese Quest, alle Leute kennenzulernen. Und den Affenkopf habe ich echt nicht gefunden. Ach so, ja, die Hacke abholen ist um 5.30 Uhr natürlich auch schwierig, ne? Dann reiten wir mal weg. Der Schmied macht um 6 zu. Oh. Ah, zu spät. Das schaffe ich nicht mehr. Wegen meiner cleveren Detour. Ich würde sagen, wir machen uns einen Snack und hacken noch ein bisschen Holz. Oder wir wollen. Da passt der Gaul auch nicht durch. Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Wir müssen in den Minen auf jeden Fall was. Irgendjemand hat das in die Kommentare geschrieben. Auf Level 80 oder 90 kommen für Gold, ne? Ist schon krass. Alles voll mit Würmern. Ja, die Lachsnummer ist auf jeden Fall durch, ne? Ach, die Bäume wollte ich noch pflanzen. Das ist doch was Schönes, das ist erquicklich. Hallo Bernd. Nein, wir möchten die große Milch nicht essen. Wir möchten sie in das Gerät tun. Heute ist ja, das ist ja sehr unbefriedigend alles, ne? Da will man Hühner kaufen und das Ding wiederholen. Und was kriegt man als Dank? Nüchte. Niente. So, wo ist viel Platz und wo ist es schön? Hier links, finde ich, ist ein schöner Garten, um so ein Baumgedöns anzufangen. Da ist der erste Baum. Der braucht jetzt hier drum seine Ruhe. Und der braucht auch ja einen Platz Ruhe, das heißt, der muss dann hier hin, ne? Ist das jetzt? Also der ein, dann muss der hier hin, richtig? Zadobi, komm gut ins Bett. Schön, dass du da warst. Hast deine Duties wieder perfekt erfüllt. Kann jemand sagen, ob das so richtig ist? Ich glaube ja, ne? Also so halte ich das für sinnvoll. So, da kommt jetzt der hin. Und der braucht da einen Platz. Dann braucht der andere Baum da einen Platz. Dann kommt der da hin. Der braucht genauso. So. Das wird unser erster. Hier wird richtig hart. Die sehen ein bisschen unterschiedlich aus, aber ich glaube, die müssen auch nicht gegossen werden, oder? Ach, es wird früher dunkel, weil Winter ist. Wie geil. Sehr schön. Können wir uns noch wieder neue Snacks machen hier? Oh ja, wir haben ganz viele neue Acorns. Das sind ja, diese Farm-Snacks sind ja wirklich mega gut, ne? Ne, Field-Snacks.
eigentlich nochmal meinem guten Freund Dominik danken, dass er mir das erzählt hat. Hier machen wir noch ein bisschen Quatsch raus. Hier können wir noch ein bisschen Krempel verkaufen. Das, das. Und jetzt kommt der Salmon auch weg. Ist mir jetzt völlig egal. Und das kann auch weg und das kann auch weg. So. Jetzt essen wir nämlich viel Snacks, bis wir nicht mehr können und hacken Holz wie die Bekloppten. Yes. Immer rein damit. Ja, so Tobi, nächstes Mal kündige ich den Stream vielleicht auch ein bisschen eher an. Kannst dir frei nehmen. Bäume müsste ich vielleicht irgendwann mal nachpflanzen, ne? Wenn ich das jetzt hier rode. Naja, die kleinen lasse ich mal stehen. Ich brauche ja auch... Oh, wir könnten noch in den, wir können noch in den Zauberwald. Weil Hardwood brauchen wir ja auf Dauer bestimmt auch noch mehr, ne? Und dann könnte ich noch Köder mitnehmen und diese Dinger da neu bestellen. Aber ist auch schon wieder ganz schön spät. Sprach ich und ging den nächsten Baum an. Pferd! In welchem Spiel hat man denn immer nach seinem Pferd gepfiffen? Der Witcher pfeift auch nach seinem Pferd, oder? Oh, das müsste ich eigentlich auch mal weiterspielen. Da soll jetzt bald ja dieser Mega-DLC kommen. Aber das ist, glaube ich, zum Let's Playen zu krass. Also es dauert ja auch einfach unendlich lange. Das kann noch weg. Schön viel Premium-Käse bei rumgekommen. So, jetzt wüsste ich gern, wo ich das Pferd... Kann ich neue Farm-Snacks machen? Field-Snacks? Nee, das ist die falsche Kiste. Nein, das... Ach, Pferd. Das ist die Kiste. So, was haben wir hier? Nee. Jetzt habe ich mir selbst ein Ohrwurm vom Wenger-Bass gemacht. Er kommt nämlich. The Wenger Bus is coming and everybody's jumping. Eieiei, die 90er. Und zum Glück irgendwann zu Ende gewesen. Habe ich scheinbar irgendwo gefunden. Oh, der Hund hat es daraus geschafft. So, wo sind meine Köder? Habe ich die weggeschmissen oder verkauft? Bin ich wirklich so dumm? Oder habe ich die alle in so eine Kiste getan? Habt ihr das zufällig gesehen? Oh, jetzt habe ich hier eine Kerze hingepflanzt. Ich kann doch nicht alle meine Köder verloren haben. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Das wäre doch ein Skandal, mittelschwerer. Sunflower Seeds? In der Angel sind 126, aber das sind nicht alle, oder? Ich meine, ich hätte mehr gehabt. Aber wo ist denn, ich müsste dann doch wenigstens noch aus... Sepp habe ich eigentlich auch noch woanders gelagert, ne? Ach, die Geode, die kann ich morgen mal mit zum Schmied nehmen, dann vergesse ich das nicht. Dwarven Scroll 1? Wieso habe ich die denn noch? Ich habe auch kein... Ob du aufhörst, hier über Fackeln hinzusetzen? Ich habe auch kein Hack mehr, kein... Was kommt hier hin? Ich habe auch kein Insektenhack mehr, oder? Ja, sehr verwirrend. Ich hatte doch eben ganz viele Köder, habe ich die... Ja, aber ich hatte doch... Okay, ihr meint, ich hätte jetzt alle meine Köder in der Angel. Weil ich kriege ja kein neues Bugmeat, ne? Das ist das Problem. Finde ich ein bisschen komisch. Ich meine, ich hätte mehr gehabt. Ich bin halt auch, wie gesagt, wie ihr wisst, sehr vergesslich. Ich stand unten in der Kiste und dann hatte ich doch keine Köder mehr dabei. Und dann...
Aber auf jeden Fall können wir jetzt mal hart in der Höhle abgehen. Und ihr meint, ich sollte mir vielleicht noch ein neues Schwert kaufen. War ich ja bisher zu geizig, weil wir müssen auch noch Enten kaufen. Aber für 17.000 wird man drei Enten kriegen, oder? Ich wollte einen Slot offen lassen, obwohl, ja, dass die sich selbstständig vermehren können. Oh, it's getting late. Shit. Habe ich mal wieder ganz schön getrödelt. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab's wirklich eilig diesmal. Wie lange brauche ich wohl zurück? Stunde? Verzeihung. Das war unten die zwei. Oh ja, eine Ente kann Emil heißen. Das ist eine schöne Idee. Und ich weiß, wer Emil Erpel ist tatsächlich. Emil Erpel ist doch der Deckname von Darkwing Duck, oder nicht? Also das sind doch die Erpels. Und ich glaube, heißt der nicht Emil Erpel in der deutschen Version? Ruhe. Dann verbrennen wir hier noch ein bisschen Müll. Und gehen schlafen. Ich kann leider nicht sagen, wie lang die Folge ist, weil ich das, wenn ich streame, immer nicht sehe. Aber das wird schon passen. Liebe YouTube-Menschen, wir gucken noch, was wir verkauft haben. So ist der Winter. Oh, Foraging 8. Wir können jetzt das Farmtotem craften. Oh, damit können wir uns nach Hause teleportieren. Ja, hier zündet jetzt unser Bonus, ne? Cool, liebe YouTube-Menschen, wie immer, vielen Dank fürs Zugucken. Und in diesem Sinne, bis gleich, ne?